Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Ghosts. Wir sind hier in der USA in einem defensiven Krieg mit Hashtag und Wiley, dem Hund, der so schön in der Werbung angepriesen wurde. Ich verspreche mir da nicht viel von. Und ja, alles zerstört, USA, typisch Call of Duty Krieg. Ich freue mich, ich weiß nicht mal, was wir für eine Waffe haben. Ich habe auch keine zweite. Ach doch, habe ich. Eine Honey Badger und einen M9A1. Ach, gucke. Ja, was ist das denn? Die Frage ist, wo sind wir hier? Da ist ein Klavier. Ah, das ist wohl so eine Art Theater oder so. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Hashtag. Hashtag Hash. Verdammt nah. Wer? Nimm die rechte Tür. Ich? Ja, okay. In, das ist ein Kino. Prier. Hauptsache, das ist ein Rehe im Kino. 6-1, Lagebericht. Neun Quartiere. Alles okay. Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelpunkt Silber. Was? Ah, zum Rutschen. Cool. Dass man das jetzt auch kann. Hier ist so eine Riesenmauer scheinbar mitten in der USA, die scheinbar das Gebiet der Föderation zu USA darstellt. Yo, Sergeant, ist der Bereich sicher? So gut wie, müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite, sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Na dann. Alles zerstört. Wahrscheinlich ist die ganze Welt, zumindest USA und Südamerika, unter ihnen, unter dem Krieg der Föderation zerstört. Oh, da war es mal mit Hollywood. Ist das in L.A. hier? Hast du das gehört? Da ist jemand. Warte auf Riley. Greif dir das Ziel an, sofort ausschalten. Alle ausschalten. Was mit irgendeinem Domingo? Hallo Domingo. Hey. Eieiei. Da fängt er schon gut an. Da unten. Na, die Waffe ist ja irgendwie noch nicht weg, oder? Da unten. Wo noch? Aha. Haben wir hier bessere Waffen? Was haben wir hier? Eine SC. Ah, die sieht besser aus. Und holographisch. Ich glaube. Oh. Warte mal, ich muss gerade gucken, welches Visier besser ist. Da habe ich ein richtiges. Oh. Ich dachte, ACG wäre das Kreuz. Und dann finde ich das hier besser. Fast schon. Oh, Rotpunkt ist natürlich. Das dürfte ideal sein. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei Call of Duty Ghosts gibt es viele neue Waffen. Da werde ich euch auch mal wieder viele zeigen. Was? Ach du Scheiße. Rente, du bist aber nicht mehr Renti. Wow. Na klasse. Okay. Nein, die sind überall. Oh, da kommen sie. Die Waffe ist doch schon deutlich besser.
Schön. Alle verfügbaren Einheiten. Kontakt mit der Föderation bei der Mauer. Braucht Verstärkung. Werden angegriffen. Na, ich freue mich. Rauchgranate sind unterwegs. Verstanden. Grüner Rauch markiert unsere Position. Müssen wir da durch? Ich garantiere dir es. Oh. Sniper. Das können wir natürlich gebrauchen. Jo. Kann ich nicht nachranzen? Das ist so ein geringer Sumpf für Sniper. Oh Gott. Unendlich oder begrenzte Gegnermassen? Oh. Eieiei. Ich hoffe mal. Nein. Okay, vorrücken, vorrücken. Ist das vielleicht eine bessere Waffe? Nein, es ist dieselbe. Okay, okay. Nee, auch nicht schön, auch nicht schön. Hallo? Hallo? Okay, das war instinktiv. Nein, gut, also die Ziele auf der Brücke scheinen gar nicht so gefährlich zu sein. Da ist jemand, der die ganze Zeit Granaten wirft. Eieiei. Ja. Was war denn das für eine Zeit? Eine Millisekunde? Ganz ehrlich, nee. Dafür konnte ich nichts. Ja, ich störe zur Mauer. So. Jetzt nochmal. So, jetzt schon besser. Nee, wir haben überall Aktivität. Da musst du also nichts sagen. Okay, da ist ein Helikopter. Kann ich echt nicht den Piloten abschießen? Ach du Scheiße. Ist ganz heiß. Da ist jemand, da ist jemand. So ganz die Brücke vernachlässigen darf man dann auch wiederum nicht. Oh Scheiße. Jetzt stehe ich offen. Diesen Huhn auf der Mauer. Näher ran. Ach du Scheiße. Wow, wow, wow. Da hätte ich fast das Hashtag, den Hashtag getötet. Wow. Scheiße, ich höre sie sogar. Also Eieiei. Wo sind sie? Ich erledige sie alle. Das ist irgendwie eine Scheiß-Sniper. Kann das sein? Ich komme mir irgendwie noch so schwach vor. Jo. Oder ich weiß nicht, woran es liegt. Schwierigkeit habe ich jetzt nicht erhöht. Jo. Ja, ich weiß. Ach, hier geht es auch einfach so offen. So. Ich glaube, ich habe ich. Na, warte. Ich glaube nicht, es muss einfach so sein. Nein. So, schon besser. So, praktisch. Nein, das ist praktisch für mich. Hallo? So, geht doch. Aber irgendwas Fotografisches. Boom. S mit ACG. Aber es ist nichts mit Rotpunkt, was hier ist das Problem, ne? Habe ich die Waffe nicht sogar? SC-2010. Honey Badger. Eine Mavise. Jo. Okay. Was genau muss ich tun? Ah ja. Okay. Meine Damen und Herren.
Wow. Wow. Logan, benutze die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten. Ich dachte, das hätte ich getan. Wo ist denn der Heli? Ah, da. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Leute, mir geht's gerade nicht so gut. Was ist der Heli? Ach da. Wow. Ist der unten? Er ist unten. Wow. Jetzt kann man die Sniper gleich gebrauchen. Ruhe und laut. So. Ach, das ist eine SA 805. Ist das richtig? Was ich? Ich denke doch mal. Okay, wir können das Tor einfach so öffnen. Durch den regulären Weg. Aha. Ach du Scheiße. Dach. Was haben wir da? Kaffee? Ja. Aber die Angriffe gibt's doch immer. Und durchgehend. Ach, warte mal. Das merke ich ja jetzt gerade erst. Wir sind ja anscheinend mit Hashtag, also unserem Bruder, oder wie es so scheint, im Krieg. Und der Leist ist doch unser Vater, ne? Private Fields. Ach du Scheiße, hier ist die Zentrale. Ich hab von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Ach du Scheiße, was ist hier los? Dad, sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Der. Oh mein Gott. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Der. Hört zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Das ist ein ungewöhnlicher Anblick. Hier ist Santa Monica Beach. Wir nennen es Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich. Zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Was ist denn hier? Bereit machen. Hä?
ist hier los? Was? Q zum Angreifen. Ach, wir steuern den Hund. Ach so. Ach so. Was haben wir für Waffen? Honey Badger mal wieder. Die Waffe war nicht so toll, fand ich. Niemand sagt. Oh mein Gott. In der Kiste. Oder was daheim. Es stehen Fernseher, alles möglich steht hier. Lager 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, wow. Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sagst du, ist das unser Haus? Das wäre natürlich ein mega Knüller. Sicher. Schick, schick, schick. Hey, sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Was ist denn das? Das heißt wohl, wir sollen weiter. Ach du Scheiße, das wird doch gleich abbrechen. Das sehe ich doch jetzt schon. Das lässt sich Call of Duty nicht entgehen. Es ist alles zerstört. Kannst du nicht überleben. Er hat auch scheinbar nichts überlebt. Logan, mit Riley synchronisieren. Ja. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Okay. Sieh dich an. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen mich trennen. Tun sie doch, oder? Den Nahen zuerst ausschalten. Ja. Hallo? Drücke Q. Ich drücke Q. Hallo? Hallo? Hallo, ich hab Q gedrückt. Aber nö. Der andere. Versuch sein Haupt, da ist er. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Die Batterie könnte mal wieder aufgeladen werden. Oh. Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Jo, tu ich. Ach Gott, alles sicher. Dass so eine Bulldogge so was anrechnen kann, ist eh beste Bewegung. Drin sind noch welche. An sich ist das schön, nur. Puh, alles zerstört und wer hier mal gewohnt hat und so. Wow. Oh Gott, das Gelb ist so ungewöhnlich. Für den Beschuss. Sicher. Mir nach. Haben die Waffen nicht vielleicht bessere? Eine AK-12. Ich nehme die mal. Kontakt vorne! Ja, ne, warum nicht? Eieiei. Okay. Bulldog. Interessant.
sehe den Gegner noch nicht. Wo? Oh, da. Okay. Wow. Ist das Odin? Sieht so aus, ne? Von hier. Das ist der richtige Ort. Aha. Stalker 6, wir haben hier was. Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Ja. Was das für Trümmer? Stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Jo. Das ist Odin. Naja, wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge.